Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind weiter im Feuertempel unterwegs. Ihr kennt die Ecke vielleicht vom letzten Mal. Hier habe ich versucht, irgendwie darüber zu kommen, dass Yunobo diesen Stein rammt. Wir haben das letzte Mal versucht mit einer ganz langen Brücke, aber wir können die nirgends auflegen. Und dann sind wir mitsamt Brücke runtergefallen. Das war nicht so gut. Aber wir brauchen ja, theoretisch habe ich mir ja letztes Mal überlegt, für Yunobo nur so eine Art Rampe. Er muss ja einfach nur einmal an Höhe gewinnen. Und dann sollte er auch dahin kommen. So, jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Pass auf, ich habe mir das Ding jetzt so quasi als Platte dahin gelegt. Und wir müssen ja jetzt schauen, dass wir irgendwie eine Neigung, eine Steigung hinkriegen. So, deswegen... Nee, das war jetzt nicht so... So... Moment, nein, das auch nicht. So, dann stellen wir die nämlich aufeinander. Ja. So. Sieht doch schon mal. Sieht doch schon mal nach Rampe aus. Nee, eigentlich nicht. Jetzt brauchen wir eigentlich nur die Steigung hier. So. Ich glaube, das habe ich schon viel zu lang gemacht. So. Uff. Dann kleben wir das. Dann kleben wir das. So fest. So. Jetzt haben wir eine Wippe. Aber ja, das geht auch. Yunobo, jetzt brauche ich nur dich. Pass auf. Ja, ich weiß nicht, ob das schon steil genug ist. Aber wir probieren es einfach mal. Jawoll, ja! Jetzt kommt die nächste Frage, wie komme ich darüber? Das hat doch schon mal super geklappt. So. Dann versuchen wir es nochmal wieder mit der sehr langen Brücke. Weil jetzt kann man es ja hinten auflegen, wenn man genug Länge hat. Okay, das war schon mal super. Das war ein bisschen gemein irgendwie, ne? Man kam so nicht mit dem Standard, was man bisher alles gemacht hat, durch, sondern musste sich jetzt doch wieder was anderes überlegen. Aber finde ich gut. Finde ich gut. Also die Lösung war ja eigentlich gar nicht so schwer. Aber man muss erst mal auf die Idee kommen, ja. So. So. Machen wir noch eins dran? Wir machen noch eins dran. Das heißt, hier hätte ich auch nicht so eine lange Brücke basteln müssen. Da hätte ich auch nur eine Rampe bauen müssen. Das hätte vollkommen gereicht. So. Bin ich schon vorne dran, ja. Okay. Sieht doch nicht verkehrt aus. Aha. Okay. Da müssten wir uns doch jetzt eigentlich nur nach unten fallen lassen. Ich esse vielleicht vorher noch mal was. Gleich mal in den Zwischenebenen schauen, ob noch irgendwo eine Truhe oder so versteckt ist. Jawohl, guck mal da. Beta-Kriegerklinge. Aus Sonalium gefertigtes robustes Schwert. Ja, dann hier.
Zack. Ist noch was? Nein? Dann nächste Ebene. Ja, da geht's gar nicht so viel weiter. Da ist der Gong. Und hier machen wir die Tür auf. Zack. Oh, kein Geräusch. So, du. Nein. Schade. Starkes Sonanium-Großschwert. War das weg. Das war eh irgendwie seltsam. So, mein Kumpel hier. Jetzt komm ich. Jawohl. Stimmt. Jede Folge ein Gong. Zack. Einer fehlt noch. Jetzt nur noch eins. Gleich haben wir es geschafft. Einer fehlt noch. So, da ist jetzt allerdings die Frage, wie zur Hölle soll ich da rüberkommen? Wie zur Hölle soll ich da rüberkommen? Da sind zwar Gleise, aber die sind defekt. Und E4 ist nur hier hinten. Da kommen wir bis hier hinten nicht rüber. Ja, der ist hier sogar auf E4. Wir müssen dann auf E3 und irgendwie hoch. Oder auf E2. Nee, auf E2 ist da nichts, glaube ich. Erst auf E3 ist wirklich was. Und von E3 kommen wir dann hoch. Aber wie soll das klappen? Sagen erstmal wieder hoch, ne? Erstmal wieder hoch. Richtig, ja. Langsam werde ich immer besser hier im Brückenbasteln. Aber es nervt auch so ein bisschen. Nein. So. Nicht ganz. Nee. Auch nicht. Einmal so. Ist cool, dass das sogar dampft. Ich finde das cool. So, hier haben wir noch diese E2-Teile, aber das bringt uns gar nichts. Wir müssen ja eigentlich, wir müssen ja nur noch hier rüber. So, wir können aber hier auch. Ich überleg gerade. Hup.
denn jetzt wieder gelandet? Nicht da, wo wir hin wollten. Ich überlege gerade, ob wir hier mit irgendwas anstellen können. Weil auf E4 kommen wir jetzt relativ... Ja, nee, nicht ganz. Von ganz unten nach oben. Theoretisch. Aber selbst wenn wir ganz oben sind, bringt uns das nicht viel. Hatten wir schon, okay. Alles gut. Nee. Wir mussten wieder nach oben einfach. Das war's. War das schon hier? Ich weiß es nicht mehr. Hier kommen wir auf die E3. Moment. War das schon hier? Ja. Ich habe echt ein mieses Gedächtnis für sowas. So, ich fände es sehr cool, wenn wir noch den letzten Gong kriegen würden, aber so viel Zeit haben wir heute nicht mehr. So. Oder, hier war doch eine Rakete irgendwo. Okay, jetzt wird's oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's lustig. Ich habe mich schon gefragt, wofür die Raketen sind. Aber ja, natürlich. Für den größten Spaß von allen. Weil ich dachte gerade so bei mir, ja, man müsste ja mehr Schub haben, aber wo kriegt denn mehr Schub her? Muss ich da mehr von den Ventilatoren dran haben? So, ich muss die möglichst mittig anbringen. Sonst haben die nämlich Schlagseite. So. Oh mein Gott, das wird lustig. Ne, ich brauche doch eigentlich mehr Schub. Da muss ich doch mehr Ventilatoren. Aber nee, die Ventilatoren haben ja gar nicht so viel Schub. Natürlich, hier gab es doch Raketen. Oh, das lief ja super. Das lief ja richtig super. Toll. Nochmal den Spaß. Wieso hat er denn jetzt hier so Schlagseite gekriegt? Ist doch gar nicht. Och nee. Nicht irgendein Weg, das schneller zu machen? Da muss man doch schneller durchkommen können. Oh, du bist echt im Weg. Mist, jetzt habe ich es umgeschmissen. Egal. Hups.
Aber so wird's gehen. Es ist halt nur doof gelaufen bei mir jetzt gerade. Ich frage mich nur, warum. Frag mich nur so ein bisschen, warum? Jetzt komm ich! So, ich hoffe, die Weichen stehen noch richtig. Ah, sieht gut aus. Lasst mich doch hier das letzte Stückel noch machen. Oder ich muss einfach geradeaus mit der Rakete. Also nicht links und rechts eine. Da hat irgendwas nicht geklappt. Dadurch habe ich Schlagseite bekommen. Ich hoffe, wir haben noch genug Raketen. Aber irgendwie respawnt da ja alles. Von daher. So. Wahrscheinlich gibt es noch eine einfachere Sache, einen einfacheren Weg hier hochzukommen. So, jetzt habe ich leider nicht mehr viele Raketen übrig. Hier ist noch mehr Spielzeug. Was passiert denn, wenn ich... Nee, Moment. Also ich kriege ja sogar viel Bastelkram. Mal eben. Okay. War lustig, aber bringt nichts. Das ist jetzt gerade wirklich der einzige Weg, den ich sehe. Da ist noch die kaputte Schiene. Aber viele Raketen habe ich jetzt auch nicht mehr. Also, um genau zu sein, eine. Da ist das Problem, dass ich einfach nur schief geraten bin. Also so ist vielleicht mittiger, aber... Mehr Raketen habe ich dann nicht. Aber mit dem anderen Krams kann ich auch nichts anfangen. Vielleicht reicht auch der Schub von einer Rakete. Dafür dann mittig. Ich weiß es nicht. Oh, das hat geklappt. Oh Gott, das hat geklappt. Das hat doch schon mal geklappt. Okay. So. Jetzt gucken wir jetzt mal, ob wir hier den Weg repariert kriegen. Sehr gut. Jetzt kommen wir wieder runter. Was haben wir hier? Interessant.
interessant. Ha. Okay, aber brauchen wir das? Also wir könnten theoretisch uns hier dranhängen an die kaputten Schienen. Stimmt, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber müssen wir das überhaupt? Ich sehe da jetzt erstmal keinen Grund für. So. Yonobo? Auf geht's! Okay. Da, ein Ventilator. Einfach mal so versteckt. Boah, was hier alles rumliegt. Ein Heißluftballon. Dieses Sonarbauteil beginnt bei Hitzeeinfluss zu schweben. Je mehr sich der Ballon erhitzt, desto schneller steigt er. Ja, schön und gut. Aber wir müssen ja jetzt quasi auf die E4. Das heißt, wir könnten theoretisch... Oder auch nicht. Wir haben eine Kiste bekommen. Nicht weiter, wir haben eine Kiste bekommen. Und wir haben ein Loch in der Decke. Die Kiste können wir auch greifen und verschieben. Sieht aus, als wäre hier mal früher Lava durchgekommen. Wenn wir da... Einmal durch den Fisch durch. Durch die Außenfassade. Na, wird wohl doch nur ein Gong pro Folge. Menno. Da haben wir noch eine Truhe, sehe ich gerade. Mehr Holzpfeile. So, hier könnte ich doch eventuell durch die Außenfassade. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Aber wir versuchen es mal. Toll. Dann basteln wir mal. Und so. Da war doch wieder jemand im Weg hier. So.
Bleibst du stehen? Na gut, ich mach's mir wieder kompliziert, ich sehe schon. Funktioniert das nicht? Wir machen's etwas anders. Juno, so, du bist einfach nur ein bisschen im Weg. Nicht nur ein bisschen sehr. So. Ich will das ein bisschen erhöhen. Falls ihr euch fragt, was ich hier treibe. So. Irrballa! Naja, nicht ganz. Nee. Ah. Okay. Ich kann mal einfach so hochklettern. Moment. Nein. Dann machen wir so halbe Strecke. Na, so funktioniert es natürlich nicht. Ich wette, das ist alles komplett anders gemeint, als ich es jetzt mache. Matze macht sich wieder kompliziert. So. Aber da komme ich doch nicht weiter. Obwohl, da vorne vielleicht. E4. Ich habe nichts mehr für Ausdauer dabei. Es könnte ein wenig eng werden. Klappt. Oben. Juhu. Wahrscheinlich voll geschummelt, aber... Auf geht's. Zack! Jawohl, ja! Link! Alle Schlösser sind jetzt offen! Das heißt, dass das Tor jetzt auch offen sein muss! Komm, sehen wir nach! Jawohl! Sehen wir nach! So, was haben wir denn hier? So viel machen muss ich ja jetzt. Ich muss jetzt nicht, wollte ich sagen. Ich verschlucke mal Worte. So, wir müssen ja einfach nur jetzt da hinten wieder hin zurückkommen. Nur. Komm mal einfach hinfliegen. Sehr gut. Dann haben wir es doch noch geschafft. Wahrscheinlich war es irgendwie anders gedacht, als ich es hier gemacht habe, aber... Hey, es hat geklappt. Gut, meine Lieben. Dann würde ich sagen, das nächste Mal stellen wir uns dem Boss dieses Tempels. Ich bin schon gespannt. Jetzt ist natürlich ein Herzchen kaputt, aber ja gut, wir könnten theoretisch auch noch schnell, könnten wir eigentlich wirklich, zu einer der Wurzeln teleportieren. Hier zum Beispiel, die heilen uns ja. Und dann zum Eingang. Ja, warum nicht? Hopp. Wir müssen ja nichts mehr finden hier im Tempel. Alles gut. Machen wir das noch schnell. Weil sonst vergesse ich es zum nächsten Mal. Garantiert. Wetten? So. Sehr gut. Dann, meine Lieben, war es das wirklich für heute. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns um den Boss
dieses Feuertempels kümmern. Ich bin schon gespannt, wie er aussieht. Und ja, wir sehen uns. Ciao, ciao, meine Lieben. Bis dann.